Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr wisst, ich habe ja schon fast seit einem Jahr jetzt oder dreiviertel Jahr den Dyson V15 und ja, es gibt halt einfach ein Problem, die Filter sind nicht so langlebig, sprich dieser Filter. Und ja, wie ihr hier schon schön seht, er ist auch schon richtig schön abgenutzt bzw. verbraucht. Und ja, es wird auch vom Hersteller gesagt, man sollte alle circa halben Jahr neue Filter kaufen. Man kann ja die mit Wasser reinigen, aber irgendwie, auch wenn ich sie mit Wasser reinige, der Grunddreck oder es bleibt halt einfach viel hängen und es ist dann einfach nicht mehr so sauber. Darum habe ich mir jetzt neue geholt und zwar einfach wieder solche Nachbau. Der Original Dyson Filter kostet ja fast 50 Euro, speziell auch in dieser Petrolfarbe, weil ja das passend zu meinem ist. Aber Petrol habe ich nicht gefunden, beziehungsweise war nicht lieferbar, darum habe ich mir jetzt die Lidernen geholt und ja, die werden wir uns jetzt zusammen anschauen und natürlich auch gleich testen. So, hier haben wir es jetzt und zwar, das sind die V11-Filter für Dyson 2 Stück, beziehungsweise V15, V11 Absolut, Ersatzfilter, ja, Animal Detect Extra Pro und so weiter, ja, die passen eigentlich alle. Wichtig ist, ob sie dann wirklich genau drauf passen und wie auch die Zusammensetzung der Filter ist, weil ich muss sagen, ich hatte ja bei meinen V10 auch extra Filter geholt, das Video blende ich euch natürlich ein und da habe ich dann gemerkt, so nach einer Zeit, die sind doch gar nicht so toll wie das Original und das werden wir uns jetzt auch bei denen anschauen. Ja, sie sind extra nochmal verpackt, einen gehen wir mal zur Seite. So, und hier haben wir jetzt den Filter, von der Größe her sieht man gleich, sie sind eigentlich identisch, sie haben auch diese gleichen Luftauslässe hier. Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es jetzt ein Nachbau ist, würde es mir nicht auffallen, es schaut eigentlich identisch aus. Das Einzige, was wir hier nicht haben, ist, ja, das ist ein waschbarer HEPA-Filter, das steht hier nicht um, das heißt, somit könnte man das unterscheiden. Und die Struktur oder beziehungsweise das Plastik hier, das ist, fühlt sich anders an, ja, ist einfach so. Hier die Gummierung ist eigentlich ziemlich ähnlich. Hier ist einfach diese Wabenstruktur viel weiter und hier ist es ein bisschen mehr zusammen. Ja, das sind so die kleinen feinen Unterschiede, aber ich glaube, im Großen und Ganzen merkt man es nicht. Aber wenn man sich jetzt diesen Filter hier angreift und hier angreift, man merkt schon ein bisschen den Unterschied. Aber wir werden das natürlich jetzt auch gleich testen und auch hören, ob sich da was an der Saugkraft getan hat. Gehen wir noch einmal, ja, hier haben wir mein Dyson V15. Das Video dazu natürlich blende ich euch ein. Schalten wir mal kurz ein, natürlich auf der sanftesten oder leisesten Stufe. So klingt jetzt der Originalfilter und jetzt schauen wir, ob der überhaupt einmal raufpasst. Ja, also man merkt schon, hier wird es ein bisschen strenger. Also die Gummierung, die ist ein bisschen anders, aber er passt auf jeden Fall. Es schaut jetzt ein bisschen anders aus. Ja, lila, aber das ist ja wurscht. Schauen wir mal, ob das auch... Was mir jetzt gleich einmal aufgefallen ist, der Luftauslass, also hier ist auf jeden Fall anders. Ist das jetzt der Grund, weil hier jetzt schon sehr viel verstopft ist bzw. abgenutzt ist? Kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube trotzdem, er wird seinen Zweck erfüllen und auf jeden Fall auch die Anwendung. Ja, das wäre jetzt ein Nachbaufilter. Den könnte man jetzt kaufen, zum Beispiel diese zwei Stück. Blende ich euch natürlich unten ein. Kosten haben mich gekostet 18 Euro auf Amazon. Es gibt verschiedenste Hersteller. Ich glaube, wenn man Ersatzfilter Dyson V15 zum Beispiel eingibt, kommen sicher mindestens 30 verschiedene Hersteller. Aber was mir aufgefallen ist, man bekommt nicht das Original in Amazon. Das muss man direkt wirklich auf der Homepage kaufen. Da kostet er zwischen 40 und 50 Euro. Den Link natürlich für euch auch unten in der Videobeschreibung. Ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall länger testen und dann werden wir auch vielleicht uns wiedersehen, ob das wirklich jetzt auch der wirklich super Ersatz ist. Wie beim V10 damals, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde mal sagen, optisch fällt mir mal ein bisschen was auf, aber ja, wichtig ist ja die Saugkraft, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall seinen Zweck erfüllen. Das Einzige, ich habe schon mal ein Video gesehen auf YouTube, wenn ich es nochmal finde, dann werde ich es euch auch unten verlinken. Da hat einer die Originalfilter getestet und die ganzen Nachbaufilter und das Ganze mit so einer Nebelmaschine, das heißt, er hat vorne Nebel reingelassen und hinten hat man dann gesehen, wie viel Nebel dann noch rauskommt beim Filter. Beim Original ist quasi nichts rausgekommen und bei den Nachbau hat man was gesehen. Also ich glaube, es filtert nicht so gut, aber ja,
Das kann ich natürlich nicht feststellen, weil ich habe es natürlich so eine Nebelmaschine nicht. Ich werde es trotzdem testen, weil das subjektive Befinden oder beziehungsweise Sehen, wie er sorgt und wie er sich anstrengt und so weiter, das kann man auf jeden Fall feststellen. Ja, das soll es aber jetzt endgültig gewesen sein mit dem Ersatzfilter von Dyson V15. Ja, den Link dazu natürlich für euch unten in der Videobeschreibung von die Amazon-Filter beziehungsweise auch vom Originalfilter. Und ja, was sagt ihr zu Dyson Staubsauger? Schreibt es uns unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ich habe schon sehr viele Dyson-Produkte getestet, vor allem Staubsauger, die haben es mir angetan. Ja, das verlinke ich euch natürlich auch alles unten in der Videobeschreibung. Das soll es aber jetzt endgültig gewesen sein mit diesem Video. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen. Über ein Däumchen nach oben und natürlich ein Abo würde mich sehr freuen. Und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba.